Die BG-Klinik Ludwigshafen zählt zu den größten Unfallkliniken in Europa. Sie gehört zusammen mit 12 Kliniken zum Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung. Mit mehr als 10 OPs ist die BG-Klinik rund um die Uhr im Einsatz. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden für Notfälle und mehr. Energie wurde ein immer größerer Kostenfaktor in unserem Haus. Und da stellen sich dann natürlich auch die Fragen, wo geht das Geld hin? Wie sind die Energieströme im Haus? Was kann man dagegen tun? Was sind die Ansätze, um dem entgegenzuwirken? Hier kam das EU-Projekt RECO genau richtig. Das Projekt RECO beschäftigt sich mit der Optimierung von 15 komplexen Liegenschaften in 8 europäischen Ländern. RECO steht für Recommissioning und bedeutet so viel wie erneute Inbetriebnahme. Hierbei werden die Parameter bestehender Anlagen überprüft und Einstellungen hinterfragt. Ziel ist eine Energie- und Kosteneinsparung von ca. 10% bei gleichzeitig geringen Investitionen. Doch wann ist Recommissioning sinnvoll? Oft werden Gebäude geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Über die Jahre hinweg ergeben sich zahlreiche Änderungen im Betrieb. Dadurch entsteht ein ineffizienter Betrieb. Hier kommt Recommissioning zum Einsatz und deckt Einsparpotenziale auf. Zusammen mit der BGU Ludwigshafen hat das Steinbeis Transferzentrum diese Einsparpotenziale umgesetzt. Was uns an RECO besonders angesprochen hat, war die Tatsache, dass wir mit unseren bestehenden Anlagen und mit unserer bestehenden Regeltechnik mit geringen Investitionskosten den Energieverbrauch nach unten korrigieren konnten. Dies geschieht mit RECO in 5 Schritten. Die Hauptverbraucher aufspüren, die Anlagen verstehen, Maßnahmen erarbeiten, diese Maßnahmen umsetzen und Energie einsparen. Im ersten Schritt wurde in der Klinik eine Grobanalyse der Energieströme durchgeführt. Die Analyse der Hauptverbraucher hat ergeben, dass die Lüftungsanlage einen sehr hohen Anteil am Energieverbrauch der Klinik aufweise. Zum besseren Verständnis des Gesamtsystems wurden die Lüftungsanlagen gemeinsam mit dem technischen Personal im Detail durchgegangen. Im Ergebnis konnte aufgedeckt werden, dass Anlagen in der Betriebszeit durchlaufen. Die Betriebsweise der Anlagen wurde in der Gebäudeleittechnik an die aktuelle Nutzung angepasst. Dazu gehören zum Beispiel die Reduktion von Temperatur, Druck und die Anpassung der Betriebszeiten der einzelnen Lüftungsanlagen. Die Lüftungsanlage konnte je nach Größe und Aufwand um bis zu 40% reduziert werden. Das Ergebnis ist, man hat sinkende Energiekosten, die man auch tatsächlich messen und belegen kann. Man hat geringe Investitionen und man muss keine Ressourcen im eigenen Haus dafür vorhalten. Nach der Optimierung der Lüftungsanlagen wurden die Heizungsanlagen in Angriff genommen. Dadurch wurden weitere 60.000 Euro an Energiekosten eingespart. Die bislang mit dem RECO-Projekt erzielten Ergebnisse stellen für uns noch keinen Schlusspunkt dar, sondern im Gegenteil, wir sind motiviert, das auch auf andere Bereiche auszudehnen, auf andere Energiearten auszudehnen und sind auch in Kontakt mit anderen Kollegen von Kliniken, hier unser Know-how zu transferieren.